Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PokerStars.de. Und Kings Casino, Europas größtem Cardroom. Mal Jens, wie weit ist das noch? Wir fahren jetzt schon 40 Meilen diese Straße entlang, die hört ja nie auf. Ja, ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast, aber das ist eine der krassesten Wüsten überhaupt. Und wir müssen zum Mittelpunkt, mein Lieber. Wird richtig krass heute. Und das an einem der heißesten Tage des Jahres, Mann. 46 Grad draußen, gefühlte 60. Deswegen machen wir auch heute einen Roadtrip, denn die Klimaanlage funktioniert noch. Ihr habt's gehört, Leute, No Limit Vegas. Heute einer der heißesten Tage hier in Vegas, aber wir setzen noch einen drauf. Wir gehen dahin, wo es noch heißer ist. Wir gehen heute zu Area 51. Es wird gefährlich, es wird dramatisch. Ich habe mir viele Sendungen angeguckt, natürlich auch alles auf NTV, N24, aber das, was es heute gibt, das gab es wahrscheinlich noch nie. Wir klären auf, was steckt hinter dem Mythos UFOs? Wird es das geben? Haben wir Außerirdische? Was passiert bei der Area 51 wirklich? Und vor allem, lassen sie uns rein oder nicht? Wir werden es sehen. Go through the gate that let you in, that let us in. I don't think they'll let you in, but you'll reach a certain point, there'll be signs, and if you go beyond the signs and they say, please don't go here, then they will, they'll arrest you. They shoot? What? Well, if you go beyond the gates, they'll shoot you. Yeah, if you go past the gates, they shoot. No warning. Echt schon? Echt? Warum denn? Irgendwo, was soll passieren? Das ist doch nur die Area 51. Das ist doch ein Touristending. Das hat doch, da passiert doch nichts. Ich bin nur aufgeregt, weil du fährst. Area 51, ich bin froh, wenn wir da sind. Warte mal nicht ins Himmel. 98 Meilen bis zur Ankunft. Und unser Tank hat 134 Meilen noch. Ja, also, dann reicht's doch. Dann kommen wir zurück, Mann. Da vorne wird schon was kommen. Guck mal, da vorne sehe ich Palmen. Rechts Palmen. Und hier in der Wüste wachsen keine Palmen. Die wurden gekauft und jemand hat die eingepflanzt. Das heißt, hier ist noch ein bisschen Zivilisation. Außerdem kommen da auch Autos gefahren, zur Not machen wir diesen hier. Stellt sich mit dem Karton hier am Straßenrand. Guess. We need guess. Wir kommen alle um in der Wüste, das ist die Wahrheit. Ich weiß, aber ich will es noch nicht wahrhaben. Die Tankanzeige fällt auf einmal. Aber guck mal, schon wieder ein Stück. Fällt schon wieder schon. Ach du grüne Neune, hier kommt ja gar nichts mehr. Okay, so wie es aussieht, Leute, kommen wir gar nicht zu Area 51, weil uns der Sprit ausgeht. Jens Knossalla hat es nicht geschafft, mal spritschonend zu fahren und die Nadel sinkt seit einer halben Stunde konstant immer mehr Richtung E. Das steht nicht die Schuld. Für Englisch empty und dann haben wir keinen Sprit mehr. Ja, was? Ich kann doch nicht wissen, dass hier überhaupt nichts mehr ist. Und schaut euch mal hier um. Also wir werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten halben Stunde irgendwo hier am Straßenrand stehen bleiben. National Wildlife. Ja, das hilft auch. Also Tankstelle, das ist jetzt ein Naturschutzgebiet, eine Tankstelle gibt es hier bestimmt nicht. So, innerhalb der nächsten halben Stunde liegen wir irgendwo am Straßenrand. Wir haben auf jeden Fall genug zu trinken dabei. Mal schauen, ob die Skorpione, die Skorpione dich mögen, Jens. Jetzt beruhigt euch mal, es wird schon alles in Ordnung, wir werden schon hinkriegen. Wird schon irgendwas kommen. Jetzt müssen wir nicht in Hektik. Regel Nummer 1, keine Hektik ausbrechen lassen. Ist in allen Gefahrensituationen immer so. Und die werden wir auch jetzt befolgen. Macht euch nicht ins Hemd. So, bleib so. 2400, 2200 Umdrehung. Ja, mach mit. Guck dir das mal an. Wir gehen schon gleich auf E. Ja, aber es kann doch nicht sein. Hier muss doch jetzt schon wieder gleich eine Tankstelle kommen. Was machen wir denn, wenn wir hier echt stehen bleiben? Was machen wir denn da? Was machen wir denn da, Dim? Nee. Du kannst hier überall einfach abgeknallt werden. Das ist wilder Westen, mein Lieber. Wir kommen bestimmt gleich noch an irgendeiner Geisterstadt vorbei. Da glaube ich auch nicht, dass da in dem Zapfhahn noch ein bisschen ein paar Tröpfchen Benzin drin sind. Die hatten gar kein Benzin, die sind mit Kutschen gefahren. Also, wir haben es anscheinend geschafft. Hier auf der linken Seite alles grün. Hier gibt es irgendwie einen See. Guck mal, hier gibt es sogar Bäume. Ja, gut, aber hier, die Bäume sehen auch ja gut, guck mal auf die rechte Seite. Die sehen doch super aus hier. Super.
Also wir haben es geschafft. Wir schaffen es in den nächsten Ort. 15 Meilen sind es noch. Und haben aber keine Ahnung, was uns da erwartet. Hoffentlich gibt es eine Tankstelle. Das ist das Wichtigste erstmal. So, sieht so aus, wie wenn wir hier eine Oase gefunden haben. Auf jeden Fall mal ein Motel. Das sieht aber so aus wie aus den ganzen Horrorfilmen. Guck mal da oben. Da ist ein P. Was ist denn das für ein P? P, für was steht P? P? Problem. Für Problem? Oh Gott. P steht für Problem. Ja. Was ist das denn für ein Motel hier? Das ist doch genau wie in diesem Film. Hier, guck mal. Eine Veranda, ein Zimmer nach dem anderen und es stehen nur so komische Pickups davor. Na, da gehen wir mal rein. Fragen wir doch mal nach einer Tankstelle. Mann, das sieht ja aus wie im Wilden Westen. Boah, Scheiße. Ich weiß nicht, ob das hier eine gute Adresse ist. We want to go to the Area 51, to the gate. Is it possible? What I know, never I go over there. But what I know, you can go really close, but you can go over there. That one is a store, restaurant, and maybe the people told you how far away you can go. And what happens if we pass the sign? You got a ticket. $3,000. $3,000? In that time, when that happened, when that Chinese people, that one go be maybe 8-9 years ago. That couple go over there, okay? The guys coming for the honeymoon. The guys go over there and never come back, never coming right here to the United States. He don't know what to say the sign. He passed. And the police, everybody going there. The surprise is because Fly for Life is covered to the car and taking the store where I go, call the consul, Chinese consul, because the people can talk in Chinese. And he ticketed $3,000. Hast du gemerkt, die wird aber auch gleich bei dem Thema richtig emotional. Yeah. But we want to go to the gate. We want to go into the Area 51. We want to go in. We can. We can. No. But only that I can tell you, be careful, because you can get a really big ticket. Bist du in der Wüste verloren? Alone in the desert! Nein, machen wir nicht. Emo stirbt hier. Hast du Angst gehabt? Wir lassen dich doch hier nicht zurück. Keine Zeit mehr für dieses Spielchen, der Sprit geht uns aus. Cemetery, das ist ein Friedhof, Mann. Wow. Das ist ein Friedhof, Alter. Das ist ein Friedhof. Lass uns hier lieber abhauen. Guck mal. Das sind alle die versucht haben, durchs Gate zu kommen. Ach, guck mal, nur 20 Gräber. Was ist das denn? Boah. Komm, lass uns hier abhauen. Lass uns hier abhauen. Schnell weg. Was? Schnell. Du weißt, auf solchen Grundstücken kann man einfach abgeknallt werden. Wir sind hier mit dem Auto reingefahren. Ich weiß nicht mal, ob das korrekt ist. Guck mal, und die sind alle hier schon stehen geblieben und gestorben wahrscheinlich. Can we go into the gate? No, they don't let anyone. If you go straight, you go to Area 51. We want to go into the Area 51. What will happen? You go to jail. That's a military installation. Yeah, we want to go there. What happens there? Government tests are done there. What these tests are, nobody really knows. There's all sorts of speculation. Certain evenings out here, depending on weather, you get some weird fog banks. And all of a sudden, you will see a red laser or a green one. In the night? In the night. We have to wait for it. Then you'll have one over there. Every night? No, not every night. It just,
it varies. Red lasers. Red lasers. Some people say they're on helicopters and they're flying around. Other people say that they're separate targeting. All sorts of weird stuff goes on at Area 51. What they see? Yeah, on a dirt road, you will see a sign. White sign, black lettering. No trespassing. If you stay there, eventually you'll see a little white Jeep up on a hillside or whatever. They're watching you. Watching you're, like Big Brother? Yeah, like Big Brother. You're where you don't belong. They don't want you going any further. If you go further, what happens? What will they do? They will arrest you. They may escort you out, considering that you're foreign nationals or on tour here or visiting here. They may hold and detain you. I went, this was more than 30 years ago. I was in the Air Force. I came out of Las Vegas. There's two air bases in Las Vegas. There's the main one, and then there's one about 5 miles further out. It's a nuclear bomb dump. Okay. I delivered a nuke from there on a convoy to Area 51. Wow. Once we got to Area 51, we were blindfolded. They took the nuke. They brought us out outside of the realm of 51, unblindfolded us, and said goodbye. Thank you very much. Is there an underground facility at Area 51? Yeah, there is. What's in there? Underground facility. Alien spaceship 50 years ago. Yeah, if there were any aliens that were found inside the spaceship and kept, and they're in tubes and they're floating in some kind of aqueous solution, I have no idea because I have never physically seen it. I just know that there is something there, and when you deliver a nuke from the military and they blindfold you and you leave, and when you look around, there's nothing there. There's a facility there somewhere. It's under the ground. But the people in 318 on this road, they can tell us more what they see. If they're willing to tell you more, the government are these crazy people with guns? No. Do they shoot us? No. There's one up the road there. He's a hay rancher and shit. I'm sure he sees stuff. He's up in the middle of the night, and shit. But is he going to tell you anything? The government may be paying him to keep his mouth shut. I don't know. We want to see everything. The aliens. The whole stuff. See him. Why? He'll come and take your camera away. Hey. White vehicles and he'll stop you. I don't think so. Okay, calm down. Four-wheel truck. Full power. Wish us luck. Thank you. We will do it. We want to try. Did you see the laser lights or some stuff? No. Never? No, never. Die wirkt so, wie wenn die auch bezahlt ist, dass sie nichts sagt. I don't believe you. You saw it. No. Honest. I haven't no. Never seen it. We've heard that a lot of people are paid by the government. Don't talk about it. Is that true? I don't know. I'm getting paid. Aber der andere Junge ist krass. I've been here for 35 years. I haven't seen nothing. But I think he knows something. You're living here. What? You're living here around. Yeah. You know a lot of stuff about the Area 51. I can't tell you. You cannot tell us? Why? Why? Not about? Because I don't know anything about it. Really? Not really. You don't want to tell us, eh? You don't want to tell us the true stuff. I'm telling you, white vehicles with police officers will come and stop you. Do you think there are aliens? No. You? I don't believe in the extraterrestrials. Just. America! Die dann gesagt hat, nein, ich weiß von nichts. Sie hat gelogen. Natürlich hat sie gelogen. Hast du nicht gesehen? Und wie er böse geguckt hat? Und wie er sofort rüber guckt. Sofort. Und, als du und sie hat, gleich so. Als du den Kleinen gefragt hast. Ja, der was ist los? Und er guckt halt sofort zu zu der Alten. Ne? Er guckt hat sofort zu der älteren Dame geguckt. Ne? Und Alter, der wusste irgendwas. Die wussten irgendwas, die zwei.
Ich sag dir, das ist ein Riesenkomplott hier. Natürlich. Die wissen alle Bescheid. Aber der Beste war der uns geholfen hat, der ohne Zähne. Die ganze der Gegend hier, alles. Die ganze Gegend hier, das ist wie in diesem Film. Guck mal, wo wir hier sind. Guck mal, wo wir hier sind. Wisst ihr irgendwas? Habt ihr was gesehen hier in der Nacht? Oh. Ach, der macht doch, der ist doch lieb. Ey, krass, wo wir hier sind, ey. Hier sind. Das ist die Straße, die sich teilt. Das hat er. Jetzt mach an. Wir sind jetzt gerade auf die 318er abgebogen. Die Straße, die uns der gute Trucker, der Zahnlose, gerade eben empfohlen hat. Das Navi erzählt uns das auch. Jetzt ist es so, jetzt kommt diese Straße, die sich teilt. Das heißt, wir müssen nach links, hat er auch gemeint. Wir kommen zu den Ranchern. Da geht's nach Rachel. Da geht's nach Rachel. Das Ding ist halt, Area 51 steht nirgends angeschrieben. Du kannst es ja nicht mal im Navigationssystem finden. Da gehen wir jetzt hin. Jetzt sind wir bald da, Area 51. Hinter diesen Hügeln spielt sich das ganz große Geheimnis ab. Das größte Geheimnis Amerikas. Und Emanuel Adam und Jens Knosaller sind dem Geheimnis heute auf der Spur. Aber langsam habe ich auch die Hose voll. Sag mal ehrlich, du auch. Ja, warte erst ab, wenn es hier dunkel wird. Rachel, guck mal, was hier los ist. Siehst du was in der Nacht? Das Ding ist ja auch, in 2 Stunden geht die Sonne unter. Alien Inn. Zurück, ne? Nee, passt. Ah. Alien Inn. Hier ist auch irgendwo dieser Briefkasten und dieses Schild, dieses hängende UFO. Boah, jetzt wird's langsam interessant. Was ist das? Dieser Blechkasten? Was ist das, oder? Wo? Dieser Blechkasten. Was ist das denn? Ja, mal was. Da steht der Alien! Guck mal, und da steht einfach ein Wohnwagen mitten in der Wüste. Einfach so. Was ist das? Aber das sieht nicht nach offen aus. Das sieht so aus, als ob da irgendjemand auf uns wartet. Das sieht doch nicht aus, wie wenn das geöffnet ist. Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist denn das für eine Halle? Das ist nicht das Alien-Restaurant. Ich fahre einfach mal rein. Aber das ist kein Restaurant eben. Das ist kein Restaurant. Guck mal, hier sind nur Kühe, Wüste. Und diese Halle, das ist kein Restaurant. Aber wir gehen mal gucken, was da ist. Fahr mal da rum. Wir gehen mal zu dem Wohnwagen. Guck dir das an. Wir gehen mal zu dem Wohnwagen. Da sind bestimmt irgendwelche vercrackten Touristen, die das komplette Area 51-Feeling haben wollen. Ach du Mann. Ach du Scheiße. Was ist das denn hier? Alien, Area 51. Ja, das war mal. Research Center. Lass uns mal gucken. Natürlich, wir steigen jetzt hier auf. Guck mal, wer uns hier so begegnet. Hallo? 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 Planes. Ey, das Licht ist angebrannt! Lass uns abhauen! Lass uns gehen! Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PokerStars.de.